Ja, hallihallo. Ich dachte, ich begrüße euch mal aus dem Ladebildschirm raus. Es ist der Tag nach Ostermontag, aka Osterdienstag. Ich habe 4 Tage in Folge gegrillt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Und ich würde sagen, das nutzen wir jetzt einfach mal und spielen eine Runde Portal. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind auf der Flucht, genau. Während. Oh, klasse! Du hast es geschafft! Oh, wow! Okay, hallo! Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Ja. Was ist los? Ich weiß okay. Ja nicht. Okay, nicht bewegen. Okay. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Oh oh. Ah! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Ich weiß nicht, also. Aber cool ist es. Danke für das Licht, Mensch. Da können wir jetzt hier ganz schön dunkel hier, was? Gediegen lang gehen, ja. Es ist ziemlich dunkel. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit Wall einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Ich spiele ein lustiges Rätselspiel. Bunte Farben, sarkastischer Humor. Alles ist gut, alles ist easy. Nee, 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 Portal, du krankes Stück. Elend. Das macht mir gar keinen. Ich bin schon lange rübergesprungen, aber okay. Und ich kann auch nochmal hier drüber springen. Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Ich bleib überhaupt gar nicht stehen, auch wenn mich irgendetwas Monströses jagt. Mann, ich wollte doch noch nicht Monstrum aufnehmen. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Das ist ja gar kein Problem, ich muss nur die Leertaste drücken. Okay, gut, gut, gut. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Ich weiß nicht, ob das Ganze viel ungefährlicher macht. Ich würde gerne meine Portalgun einsetzen und hier so schnell wie möglich wegkommen. Oh, sehr beruhigend. Hallöchen. Natürlich auch noch so ein Jump'n'Run mit Lasern und was weiß ich. What the hell? Ja. Eine kleine Geschichte. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Tetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Hey. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Kannst du überhaupt riechen, sag mal? Ist das überhaupt im Rahmen deiner Möglichkeiten zu riechen? Was zur Hölle ist hier? Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Alles klar, man sieht sich. Oh, mein... Da war der Instinkt. Oh mein Gott, wie habe ich das noch geschafft zu überspringen? Ich bin quasi schon runtergefallen in meinem Kopf, aber ich habe es irgendwie noch geschafft zu springen. Okay. Bin ich hier? Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Ah. Kann ich da? Die Mauer da hinten ran? Oh. Ja, aber natürlich, mein Kollege. Hi, ich bin schon da. Wo bleibst du? Oh ja, da kommst du. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Au. Oh. Ah, okay, ich sehe schon. Oh, easy. Ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Da bist du. Ich dachte gerade, Alter. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Alles klar. Ja. Sag ein paar schöne Wörter und sag, dass es faszinierend ist. Es ist auf jeden Fall. Oh. Oh mein Gott, guck mal. Die werden hier verpackt. Ich will auch ein Turret für zu Hause. Vielleicht einer, der nicht schießt. Aber. Ist ja schon irgendwie faszinierend. Aber wie cool. Die werden hier einfach gebaut. Ich weiß nicht, ob das so schön für mich jetzt ist, dass die hier die ganze Zeit gebaut werden, aber... ja, okay. Oh, wow. Aha, da kann ich schon mal runter, aber ich kann auch einfach springen. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Was ist dieser Weg? Wo? Ja, danke. Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber wir sind unten. Natürlich, da sind Turrets. Seid ihr an? Die scheinen. Ich kann auch kein Portal drunter setzen. Okay, die sind anscheinend nur da, weil ist so. Ich kann auch nicht rein. Okay.
schade, schade. Ich komme ja auch nicht mehr weg. Es ist... ja, das war mal wieder super clever. Bin ich sehr, sehr stolz auf mich. Kann ich da rein? Ich muss unbedingt zu diesem Turret hin. Kacke. Oh, ich glaube aber, ich weiß, wo wir rauskommen. Wo zur Hölle bin ich? Oh nein, ich bin jetzt nicht echt wieder hier hinten. Wo muss ich denn hin? Muss ich hier wieder... Muss ich hier weiter? Wheatley? Bin aufgeschmissen ohne deine Wegbeschreibung. Ah, hier bin ich. Okay, okay, gut. Ich dachte gerade, ich wäre wieder ein bisschen weiter woanders. Okay. Ach, hier den Weg hast du genommen. Ah, da bist du ja auch. Oh! Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Ja, ich nehme den hier anscheinend. Ja, ich bin total vorsichtig, als ob ich hier jemals runterfallen könnte. Meine Güte. Aha, eine Tür. Okay. Ich fühle mich total sicher bei so automatisierten Türen, wenn die Anlage von einem Roboter kontrolliert wird. Fühle ich mich wohl. Kann ich mich erstmal im Ladebildschirm verstecken, da passiert mir immerhin nichts. Ganz gediegen. Und was ich sagen wollte, ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Oh, und das wird ein Fest. Das wird ein absoluter Fest. Wir werden... Oh, das wird schön. Authorized Personal Only. Ja, also wenn hier jemand autorisiert ist, dann ja wohl ich. Hm, guck mal, jetzt haben sie auf einmal wieder Flat Screens. Interessant. I hate Mondays, ja. Alles klar. Ah, ich wollte gerade sagen, ich kann hier nichts hochheben. Was steht da? Kann ich das Ding... Oh, ja, stimmt, ich kann ransehen. Ranzoomen. Huh. Who? Was, who? Who fartet da? Okay, gut. Was habe ich erwartet? Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Okay, ich gebe mein Bestes. Ah, okay, gut. Ich muss erstmal da mit den Türmen auf dem Band interagieren. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Ah, ich finde das hier eigentlich ganz angenehm. Komme ich hier drunter? Nee, schade. Ja, dann muss ich wohl weitergehen. Hup! Und... Und das war's dann auch mit meiner unglaublichen Reise hier. Schön. Crouch Jump. Nein. Oh, warte, davor. Nein! Ich bin nicht unfähig. Ich schwöre, ich bin nicht, also. Wenn ich diese Let's Play gucken würde und ich das sehen würde, würde ich sagen, ah, dann schaffe ich doch locker. Ich weiß gar nicht, was der da für ein Problem hat. Alter, also, musst du einfach nur da links lang und dann ist ganz gediegen und... Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Bad. Nein, mache ich nicht. Ich habe jetzt gesehen, wo ich lang muss, und zwar hier vorne. Bitte verlassen Sie das Bad. So, da, hier muss ich lang. So, jawohl. Und jetzt muss ich wo lang? Erstmal mich erhängen. Okay, schade. Oder gut. Hallöchen. Du bist anders? Bitte. Gar kein Problem. Dich nehmen wir mit, Kollege. Bis ans Ende dieser Welt. Werd böse. Nein. Du bist anders. Keine Limonade. Was? Nein, ich kann dich nicht mehr hochheben. Spiel! Na, gut. Ausgezeichnet. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit, mein kleiner Freund. Prometheus was punished by the gods for giving the gift of knowledge to man. He was cast into the bowels of the earth and picked from things. Okay, sorry, dass du von deinen kleinen anderen Kollegen unterbrochen wurdest. Ich brauche Munition. Zur Hölle. Alter, die schießen echt auf Menschen. Was ist denn los mit denen? Mach mal auf hier. Och, Mann, ey. Hä? Wie komme ich hier? Ich böser. Komm ich hier nicht. Hä? Oh. Ich musste es probieren, okay? Ich musste es probieren. Ich weiß, ich komme da wahrscheinlich mit Portalen weiter. Aber ihr wolltet es auch. Ich kann es spüren. Ihr wolltet auch. Probiert diesen Sprung und ich habe es getan. Oh, ich habe die sogar noch in der Hand. Ein Träumchen. So. Keine Limonade? Nee, und dich lasse ich hier stehen. Ich möchte dich nicht verbrutzeln. Du bist ein guter Turm. Viel Spaß beim an die Wandern gucken für den Rest deines Lebens. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Du hast es versucht. Hast dein Bestes gegeben. So, jetzt können wir nach da vorne. Genau, gut, dass hier ein Portal-Dings ist. Gut. Gehen wir weiter. Ich hoffe, wir finden Wheatley bald wieder, weil ich habe echt keine Ahnung, wo ich hingehe. Und ja, so ganz sicher fühle ich mich in so einer Turmverarbeitungsanlage jetzt auch nicht. Ah. Antwort. Oh, Vorlage, Antwort.
Vorlage. Antwort. Okay, es ist in die Vorlage, ist die Vorlage. Die Vorlage und die Antwort. Vorlage. Vorlage. Antwort. Oh, die werden dann hier einfach... Vorlage. Ich glaub's nicht. Die werden hier einfach weggeschmissen. Du hast es geschafft. Oh, ja, hey. Das wird dir gefallen. Ja. Was denn? Oh, du bist ein bisschen kaputt, kann das sein? Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Vorlage. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Oh. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Oh, ich sehe, was du meinst. Und ich muss die Tür hacken, damit wir daran können. Vorlage. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Oh, nicht den Scheiß ernst. Fertig, gehackt. Antwort. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Oh, ich würde gern, aber die Tür geht nicht auf. Wie? Ah, ja, ich habe ja eine Portal Gun. Also ich meine. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oh, nicht. Gut. Au. Wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Oh, mir fällt etwas ein. Irgendwelche Ideen? Einfälle? Ja. Die schlechten Türme werden ja da wegge... Kann ich die aus der Luft fangen? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber das ist jetzt der mir gerade einfallen würde. Ja, die Kleinen, die fliegen hier rum. Vorlage. Warte mal, kann ich die hier abfangen? Ja, die kann ich abfangen. Sag mal, was geht da drüben vor? Ich bin ja immer noch hier und zerbreche mir den Kopf. Ja, ich zerbreche mir auch den Kopf. Antwort. Jawohl, wenn wir den jetzt da hinstellen. Komm. Oh, perfekt. Noms. Du kannst nicht sehen, das ist perfekt. Du bist die perfekte Vorlage. Mein kleiner Turm. Hm, schöne kleine Batterie ist da drin. Ja, ich komme ja schon. Vorlage, Antwort. Ja, ich bin ein kleines Genie. Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Okay. Hackst du wieder, oder? Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Ja, aber natürlich halte ich die Tür im Auge. Vorlage. Das hier ist ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen so oder ein Vollidiot Alarm gegeben haben. Meine Güte, ich bin aber froh, dass du da bist. Du machst das Ganze aber etwas angenehm. Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Okay, ich wollte gerade sagen, gehst du in die Wand rein? Puste wenigstens. Also ich kann Apfel sagen. Kann und Brokkoli. Dann jetzt mal um die Nervengiftanlage. Schade. Oh, also ich finde das ja mega. Der sieht aus wie der Drucker auf meiner Arbeit. Der hell. Also ich weiß ja nicht, was die hier gemacht haben an diesen Tischen. Haben die hier gelernt oder sich irgendwelche schönen Filmchen reingezogen? In der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Oh. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Yes, totally. Electricity from a potato. Purpose materials, bla bla bla. Okay. Die werden später noch eine Rolle spielen. Pulvervulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Okay, anything is possible. With science, denke ich mal. Also ist ja schon... Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Oh, wenigstens boy. Verhungerst du nicht. Ja, also ich meine, Essen wäre mal ganz gut und Toilette vielleicht auch. Schon wieder so ein eleganter Drucker und wir sehen ja ganz in unserer Ferne die Portale von uns, die wir ja nun nicht mehr brauchen. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ich frage mich ja, wie das mal hier war. Ist das hier, als hier noch überall Menschen waren und, wurden die, also so wie die Nachrichten ausgelegt sind, wurden die Menschen ja schon hier festgehalten, ne? So von wegen, wir werden schlafen gelegt, dann testen wir und dann testen wir und dann testen wir und dann testen wir. Oder auch nicht. Fucking Wheatley. Okay, hier lang. Jawohl, eine Tür. Wunderbar. Und wir werden bald den Beginn Neutro... Oh, das ist das Nervengas. Nice, wir gehen also in Richtung des Nervengases. Man hat Wheatley ja schon angekündigt, dass wir das Nervengas noch ausschalten müssen. Und wir sind kurz davor, es zu tun. Das Nervengas ist ja das, was uns quasi ein kleines Zeitlimit gegeben hat. In der allerersten, im allerersten Spiel am Ende, also gegen GLaDOS gekämpft haben. Und sie hat ja auch schon uns mit Nervengas getötet in der letzten Folge. Hat ich wusste, wir sind hier richtig. Uns nicht so gefallen. What the hell? Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Oh. Ich glaube,
Ich glaube, ich erinnere mich grob. Ich muss da irgendetwas runterfallen lassen und diese Dinger da abtrennen. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Vielleicht rede ich hier auch komplett in Dünnfüll. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen. Immerhin spüren Sie Schmerzen irgendwie. Ich spüre Schmerzen. Ist zwar alles nur simuliert, aber für Sie bestimmt real genug. Auch die Armen. Fahren wir erstmal nach oben. Uiuiui, ganz schön schnell ab, ey. Alles klärchen. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hecken komme ich hier auch nicht weiter. Nein, wer weiß, was die Tasse... Oh, die Tür ist auch gut gemacht. Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Hol dich doch aus, während ich daran arbeite. Ja, ich ruhe mich auf jeden Fall aus. Ich habe nämlich da hinten schon den Laser gesehen. Wir müssen jetzt nur noch das blaue Portal irgendwo hinsetzen, wo der Laser drauf geht. So, und dann müssen wir nur noch das orange Portal da hinsetzen, wenn wieder so eine Platte hochkommt. Ratatatata. Na, Wheatley, was machst du so? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Ja, perfekt. Jetzt ist hier zwar überall Nervengift, aber... Ja, ist ja schön. Hilfe. Warnung, der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Gefährlich untödlich? No! Ich weiß nicht, ob ich hier stehen sollte, aber... Ich darf hier stehen, also... Das Rohr ist kaputt. Wir können direkt zu ihr durch. Ich kann nicht mehr. Komm schon. Ja, okay. Oh! Rein da? Sicher? Ich weiß ja, also... Vielleicht warte ich auch noch einen Moment. Okay, komm, let's go! Oh, Konfetti! Aperture Laboratories. Gut, wir stellen uns jetzt GLaDOS. Wir haben ihre Türmische lahmgelegt und wir haben das Nervengift lahmgelegt. Ich weiß gar nicht, mit was sie uns töten könnte, außer mit irgendwelchen Krallen oder Armen oder mit was sie auch immer noch sonst sie bedienen kann. Okay, was machen wir, wenn wir da sind? Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Es ist in der Tat ziemlich witzig. Kann ich mich selber sehen? Nein, ich bin eigentlich gar nicht existent. Ich bin einfach nur eine Kamera. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat bestimmt noch ein, zwei Tipps auf Lager. Tipps auf Lager. Tricks auf Lager. Bis zum Ende durchdacht. Ah! Oh. Das ist die falsche Richtung. Geh zu ihr, ich komm nach. Ja, bestimmt wirst du das. Oh oh. Ja, dann müssen wir uns ihr doch wieder alleine stellen. Hat ja auch beim letzten Mal funktioniert. Ich bin positiv überzeugt davon, dass sie jetzt wieder funktionieren wird. Oh oh. Tja, da wären wir. Anscheinend noch nicht ganz bei ihr. Hallöchen. Das sieht mir wieder so nach Testbereich. Oh, wow. Oh, wow. Was ein also. Holy. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich groß und tief hier. Und ein bisschen gruselig auch. Gehst du noch auf? Nein. Okay, ich muss anscheinend irgendwo mit Portalen hin. Das ist ja natürlich auch meine Spezialität, sowas zu finden. Da bin ich relativ schnell... Ah, okay, gut. Oh, ich komme in den Raum rein. Okay. GLaDOS Emergency Shutdown. Encake this. Keep unlocked. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Oh. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Oh oh. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Das war wirklich reizend. Aber jetzt immerhin kann ich endlich aufs Klo. Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Ich war Präsident? Oh, Präsidentin, wenn ich bitten darf. Mach's gut. Ja, mach's gut. Kann noch jemand bitte drauf schießen? Ich würde gerne durch. Komm, schieß nochmal, komm. Oh, du warst beschäftigt. Tja,
Wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hi! Ich hasse dich so sehr. Zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich! Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Oh boy! Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Nein. Ich mach einfach, was da steht. Schließ mich an. Schließ diesen kleinen Blödmann bloß nicht bei mir an. Na, oh, doch, kannst du etwa nichts tun, hä? Kannst du nichts dagegen tun? Ihn anzuschließen. Los, und wie ich ihn anschließen werde? Es nicht. Ich tue es. Ich tue es. Ich tue es. Los. Ich tue es sofort. Schließ mich an. Ja, ich will noch gucken. Doch, ich werde ihn anschließen. Und wie ich ihn anschließen werde? Mal anschließen, bitte. Jawohl, ich muss aber ganz kurz... Oh, ich kann dich nicht mal fallen lassen. Ich wollte dich gerade hier hin und her sausen lassen. Rum, stöpsel mich ein. Ja, ich stöpsel dich sofort ein. Aber ich denke, ich werde dich in der nächsten Folge einstöpseln. Denn wir sind bei 21 Minuten. Das ist ein ganz guter Folgenstopp. Ich schließe ihn an. Und das mache ich in der nächsten Folge. Da würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und in der nächsten Folge schauen wir, was passiert, wenn wir Wheatley an GLaDOS anschließen. Das wird witzig. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.